Es gibt arme Teams. Dann kommt eine ganze Weile Schrott und dann kommen wir. Willkommen in Oakland. Mein Job ist es, dieses Team zur Meisterschaft zu führen. Dafür brauche ich Geld. Wir können nicht mit einem 120 Millionen Dollar Etat mithalten. Wir müssen neue Wege gehen. Sie sollten nicht darauf aus sein, Spieler zu kaufen. Sie sollten darauf aus sein, Siege zu kaufen. Hier sind 25 Spieler, die einfach übersehen wurden. Wie ungeliebte Spielzeuge. Darin steckt ein Meisterteam. Eins, das wir uns leisten können. Wer ist der Kleine? Der Kleine ist der neue stellvertretende Manager. Wir werden diesen Laden aufmischen. Erklär es ihnen. Ich soll was sagen? Wenn ich mit dem Finger auf dich zeige, ja. Das ist die neue Strategie der Oakland A's. Ein Team kann man nicht an einem Computer zusammenstellen, Billy. Friss oder stirb. Billy Bean hat versucht, das System neu zu erfinden, aber es funktioniert nicht. Meinst du, du verlierst deinen Job? Was? Tja, ich gehe manchmal ins Internet. Geh nicht ins Internet. Sieh kein Fernsehen. Und sprich nicht mit den Leuten. Glaubst du an diese Sache oder nicht? 100%. Ihr seht vielleicht nicht aus wie ein Siegerteam, aber ihr seid eins. Also spielt heute Abend wie eins. Hier passiert etwas Einzigartiges und die ganze Stadt spürt es. Wenn wir damit Erfolg haben, haben wir das Spiel für immer verändert. Wehe, das klappt nicht. Ich mach nur Spaß. Michael, wie geht's dir? Ich hab was wirklich Interessantes entdeckt. Der gesamte Immobilienmarkt ist auf faulen Krediten aufgebaut. Der kracht zusammen. Der Immobilienmarkt ist grundsolide. Das ist eine Zeitbombe. Mike Burry, der sich die Haare bei Supercuts schneiden lässt und keine Schuhe trägt, weiß mehr als Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, und ja, tut er. Weißt du, ich bin stinksauer. Die Amerikaner werden von den Großbanken über den Tisch gezogen. Und ich werde wütender und wütender. Das ist unglaublich. Da kommt dieser Typ in mein Büro und sagt... Da laufen ein paar ganz schräge Dinge ab. Während die Banken noch eine riesige Party feierten, sahen ein paar Außenseiter, was niemand sonst erkennen konnte. Die ganze Weltwirtschaft wird kollabieren. Ich bin sicher, die Banken der Welt werden nicht allein durch Gier angetrieben. Sie irren sich. Niemand achtet darauf. Die Banken sind gierig. Und wir können von ihrer Dummheit profitieren. Sie wollen gegen die Banken wetten? Die denken, wir sind high oder haben einen Schlaganfall. Irgendwie brillant. Betrug hat noch niemals funktioniert. Irgendwann läuft sowas immer aus dem Ruder. Wann haben wir das bloß vergessen? Wie konnten die Banken das zulassen? Angetrieben durch Dummheit. Aber das ist keine Dummheit, das ist Betrug. Sag mir den Unterschied zwischen dumm und illegal und ich lasse meinen Schwager verhaften. Habt ihr eine Vorstellung, was ihr gerade getan habt? Ihr habt gegen die amerikanische Wirtschaft gewettet. Wenn du dich irrst, verlierst du alles. Die Banken haben das amerikanische Volk hintergangen. Jetzt setzen wir zum K.O.-Schlag an. Okay, es geht los. Ihr dreht Stripperinnen faule Kredite an? Sie sind alle sehr liquide. Sie können das nicht refinanzieren. Und meine Hypotheken? Was meinen Sie mit und Ihre Hypotheken? Ich habe 5 Häuser und eine Eigentumswohnung. Ich bin Rick Dalton. Ist mir eine Freude mit Mr. Schwartz. Nenn mich Marvin. Schlag ein. Ist das dein Sohn? Nein, das ist mein Stunt-Double Cliff Booth. Letzte Nacht haben wir uns ein Rick Dalton Double Feature angesehen. Die ganzen Schießereien. Ich liebe es. Du weißt schon, das Töten. Ganz viel Töten. Jemand frittiertes Sauerkraut bestellt? Brennt ihr Nazi-Bastarde! Bist du Schauspieler? Nein, ich bin Stuntman. Du bist noch bei Rick, hä? Immer noch. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Ich hab dich als Schauspieler engagiert, nicht als Fernseh-Cowboy. Du bist besser als das.
Text. Cut! Sowas von peinlich und das vor der versammelten Mannschaft! Scheiße! Na gut, was ist los, Partner? Es ist offiziell, alter Freund. Ich bin jetzt out. Hier bin ich, voll am Arsch. Und wen habe ich auch noch als Nachbarn? Ich bin Sharon Tate. Ich bin in dem Film. Sie sind da drin? Das bin ich. Ich spiele Miss Carlson, den Tollpatsch. Charlie steht garantiert auf dich. In dieser Stadt kann sich alles ändern. Einfach so. Hey, du bist Ricks Superstar Dalton. Vergiss das nie. Das hat noch keiner versucht. Hier ist das Ziel. Willst du mal wieder nach Vegas? Du willst dein Casino ausräumen. Drei Casinos? Vegas, ja? Vegas? Vegas. Fantastisch. Dieser Raub ist unmöglich. Casino-Sicherheitssysteme kann niemand überwinden. Ihr habt sie nicht alle. So ist es. Du hast doch was vor, Danny. Sag schon. Du machst einen Job, oder? Du bist ein Dieb und ein Lügner. Ich hab dir nur vorgelogen, ich wär kein Dieb. Ihr braucht ein Team, das genauso irre ist wie ihr. An wen habt ihr gedacht? Reinspringen und abgreifen, ja? Es ist ein wenig komplizierter. Sagen wir kommen mit dem Fahrstuhl runter, den wir nicht bewegen können. Vorbei an den Wachleuten mit den Waffen. In den Tresorraum, den wir nicht aufkriegen. Und dann marschieren wir einfach raus mit 150 Millionen Dollar in der Hand. Ja. Oh. Aber diese Jungs, das ist das Allerschärfste, was ich jemals gesehen habe, sind verrückt genug. Du brauchst ein Dutzend Leute, die eine Menge Jobs durchziehen. Versteht das irgendeiner? Ich erklär's später. Für den Coup. Hat jemand einen Arzt gerufen? Des Jahrhunderts. Fertig. Worauf wartest du? Hast du die Batterien gecheckt? Gratuliere, Sie sind ein toter Mann. George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Brad Pitt und Julia Roberts. Wieso dieser Job? Wieso nicht? Vom Oscar-Preisträger und Regisseur von Traffic und Erin Brockovich. Weil das Haus dich ausnimmt. Es sei denn, du setzt alles auf ein Spitzenblatt, dann nimmst du das Haus aus. Die Ansprache hast du vorher geübt, oder? Ein bisschen, war das zu schnell? Ich war zu schnell, oder? Kam echt klasse. Ocean's 11. Sag ja oder nein. Ich bin dabei. Sie sind der Tod? Ja, das stimmt. Nein, Sie sind ein junger Mann, der einen Anzug trägt. Der Anzug gehört zu dem Körper, in den ich geschlüpft bin. Mr. Parrish. Wird der Gentleman zum Abendessen bleiben, Sir? Ja. Wenn ich sage, wer Sie sind, würde wohl keiner zum Abendessen bleiben. Hat dein Freund einen Namen? Entschuldigung, das ist, Joe. Darf ich Sie etwas fragen? Passe ich mich gut an? Es ist nicht zu fassen. Sie sind sicher verheiratet? Nein, bin ich nicht. Schwul? Was ist das? Erdnussbutter, Sir. Ein echter Genuss, diese Erdnussbutter. Darf ich vorstellen, Joe Black. Er leistet uns heute Gesellschaft. Einziger Tagesordnungspunkt ist heute die Annahme von John Barnicues großzügigem Angebot. Ich hätte gerne noch ein paar von diesen köstlichen Keksen und eine Tasse Tee mit Milch, bitte. Sonst noch Wünsche, Mr. Black? Du magst die, nicht wahr? Darf ich dich küssen? Oh ja. Zwei Dinge fürchtet jeder im Leben, den Tod und die Steuer. Tod und die Steuer? Ja. Was für eine seltsame Kombination. Wer ist Joe Black? Er wohnt in Bills Haus und weicht nie von seiner Seite. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe weiche Knie. Sie überbringen mir die schlimmste Nachricht, die man bekommen kann, und jetzt flirten Sie auch noch mit meiner Tochter. Ich liebe ihn. Es ist mir egal, ob du ihn lebst. Ganz ruhig, Bill. Sonst bekommen Sie noch einen Herzinfarkt und vermasseln mir meinen Urlaub. Universal Pictures präsentiert... Ich liebe einen Mann,
Aber ich weiß nicht, wer er ist. Brad Pitt. Ich bin nur aus einem einzigen Grund hier. Ich will Susan. Sie verstoßen gegen die Gesetze des Universums. Anthony Hopkins. Sie sind zur falschen Zeit am falschen Ort und es ist die falsche Frau. War das eine Drohung? Ja, das hoffe ich doch sehr. Und Claire Forlani. Ich möchte bei dir sein, Joe. In einem Martin-Brest-Film. Ich liebe ihre Tochter. Und heute Nacht werde ich sie mitnehmen. Was geschieht mit mir, Joe? Ich habe das Gefühl, als würden wir die Erde verlassen. Lebt es in einem Dschungel? Nein. Sag doch ja, dann kriegst du es nie raus. Oh. Ist es richtig schnell? Nein. Lebt es vielleicht in den weiten Ebenen Afrikas? Nein. Hey! Was ist da los? Bin gleich wieder da. Daddy, sei vorsichtig. Jerry? Steigen Sie sofort wieder ein! Bleiben Sie in Ihrem... Oh, Schatz, alles in Ordnung? Kommt, wir verschwinden hier. Jerry? Jerry, was ist los? Passiert das weltweit? Kommen die woanders besser damit klar? Wissen wir nicht. Ich hab Angst. Glaubst du denn, sie kommen? Sie kommen. Fertig. Lauft, Leute, lauft! Kommt! Sie müssen uns helfen. Sie wollen, dass ich meine Familie im Stich lasse. Ich zwinge Sie zu nichts. Aber tun Sie nicht so, als wären Sie nicht der Richtige für den Auftrag. Liebling? Sag den Kindern, ich komme zurück. Daddy! Schatz! Keine Angst, ich komme wieder zurück. Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Wieso? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Moment, ich fang nochmal an. Wie die meisten von euch war ich festgefahren. Sie wollen also, dass ich meine jetzige Arbeit zurückstelle? Ja. Bis sie wieder wichtig genug ist. Das hier hat absoluten Vorrang. Ich konnte nicht schlafen. Nein, an Schlaflosigkeit stirbt man nicht. Beim Durchblättern von Katalogen stellte ich mir Fragen wie, welche Esszimmermöbel passen am besten zu meiner Persönlichkeit. Das ist dein Leben. Oder was davon übrig geblieben ist. Willkommen! Ich betete für ein anderes Leben. Seife. Ich stelle Seife her und verkaufe sie. So habe ich Tyler Durden kennengelernt. Na komm, schlag zu, bevor mich der Mut verlässt. Au! Du hast mir voll aufs Ohr gehauen! Insgeheim hatten wir alle den gleichen Gedanken. Darf ich als Nächster? Und wir gaben ihm einen Namen. Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel lautet... Wow, ich übe. Ihr werdet nicht über den Fight Club reden. Ist das Ihr Blut? Zum Teil schon, ja. Wer im Fight Club war, fing schon bald an, die Dinge anders zu sehen. Du wirst schon dafür sorgen, dass ich kein Auge zumache heute Nacht. Und sie hat alles kaputt gemacht. Sag nicht, du stehst auf sie. Oh Gott, nein, ganz und gar nicht. Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht. Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah, wir haben ihm blind vertraut. Der Fight Club muss härter werden. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit einem völlig Fremden eine Schlägerei an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und werdet sie verlieren. Das tat weh. Du wolltest doch dein Leben ändern. Du hast es getan. Ich steig aus. Zu spät, also halt die Schnauze. Was für ein krankes Spiel spielt ihr hier? Oh mein Gott. Hosenscheißer.
Das ist doch Wahnsinn! Ah! Am Ende wirst du mir dankbar sein. Wow! Wow! Gegen wen würdest du gerne mal kämpfen? Shatner. Am liebsten gegen William Shatner.